Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich werde Ihnen heute zeigen, was es Neues im PowerProtect Version 19.2 gibt. Die ersten Neuerungen sehen wir im Dashboard. Hier wurde in dem Jobs Applet Hyperlinks hinzugefügt, mit denen wir die Möglichkeit haben, direkt auf die successful oder kritischen Jobs zu wechseln. In dieser Jobübersicht sehen wir, dass wir nun auch zwei Reiter haben mit Completed und Running. Weiter unten gibt es in der Jobübersicht noch die Möglichkeit, die dementsprechenden Spalten hier auszuwählen, um die Übersicht etwas komfortabler zu gestalten. In der Überschriftszeile hinter dem Trichtersymbol verborgen sind neue Filter nach Datum, nach Status und in der letzten Spalte auch die Eventtypen können hier ausgewählt werden, um die Übersichtlichkeit des Ergebnisses zu erhöhen. Auf dem Dashboard haben wir nun eine globale Suchmöglichkeit, die es uns ermöglicht, alle Items, egal ob sie nun in einem Asset, in einem Alert oder in einem Job zu finden sind, hier zu suchen und dann mit einem Hyperlink auf dieses Ergebnis zu klicken. Wir haben in der Version 19.2 ebenfalls einen neuen Asset-Typ hinzubekommen, nämlich die sogenannte VMAX Storage Group. Diese VMAX Storage Group ermöglicht uns ein direktes SAN-basiertes Backup von einem VMAX Storage System auf eine physikalische Data Domain. Natürlich haben wir neben diesem Asset-Typ auch eine dementsprechende Protection Policy, die uns hier die Möglichkeit gibt, mit einer Storage-Gruppe eine VMAX Protection zu ermöglichen. Nach der Auswahl muss ich hier einen dementsprechenden Asset, der eine VMAX SMIS-Maschine darstellt, hinzufügen. In meiner Testumgebung habe ich aber kein VMAX Storage System zur Verfügung. Ebenfalls neu in der PowerProtect Data Manager Version 19.2 ist die Möglichkeit eines Backups eines Clusterless SQL AAG durchführen zu können. Auf zahlreiche Neuigkeiten bei der Sicherung von VMs mit VMware können Sie sich in der PowerProtect 19.2 Version freuen. Neben eines neuen vSphere Plugins, welches vom PowerProtect ausgerollt werden kann und wie Sie hier sehen, in der Version 19.2 in meinem vSphere Environment zur Verfügung steht, kann natürlich auch zugegriffen werden von dem Host und Cluster Environment heraus, wo ich in der Summary Page sehe, was mein letzter Backup war und kann in dem Monitoring Reiter unter PowerProtect Protection Copies individuelle Restores anstarten. Aus meiner PowerProtect Data Manager GUI heraus habe ich auch die Möglichkeit, dieses Plugin zu installieren oder zu deinstallieren. In den Asset Sources unter dem vCenter mit dem Edit-Button kann ich mit dem Schieberegler das Plugin disablen oder enablen. Aus einer Recovery-Sicht mit VMware-Resources besteht die Möglichkeit, hier aus der PowerProtect GUI heraus erstmal Restores zu starten und Sie haben die Möglichkeit hier neben
ganzen VMs auch einzelne virtuelle Disken für den Restore auszuwählen. Ebenfalls neu in der Power Protect Data Manager 19.2er Version ist ein Plugin für vRealize Orchestrator, das wir hier in der Version 19.2 sehen, was uns die Möglichkeit gibt, nach der Installation einen Automatismus mit den Blueprints aus dem Katalog heraus zu starten, wo wir neben dem Deployment einer VM auch gleich diese VM in einen Backup-Workflow, in eine Backup-Policy aufnehmen können. Ebenfalls neu in Power Protect Data Manager Version 19.2 ist die Einführung der REST-API. Weitere Informationen zu der REST-API können Sie auf der Webpage developer.dell.emc/data-protection/power-protect finden. Die letzte Neuerung im Power Protect Data Manager 19.2 ist die Integration des Power Protect Data Managers 19.2 in Data Protection Central, was dann ebenfalls in der Version 19.2 die Möglichkeit gibt, auch Power Protect Assets aus dem Data Protection Central heraus zu administrieren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Mein Name ist Jürgen Schubert, Dell Technologies Data Protection Division hier in Deutschland.